Wir Erwachsene wissen, was es bedeutet, wenn jemand tot ist. Nun für ein kleines Kind ist das ganz anders. Der Verlust eines Elternteils muss das Schwerste und Verwirrendste sein, das ein Kind jemals durchmachen kann. Neben der verzweifelten und schmerzlichen Sehnsucht nach den Eltern kann das Kind auch nicht verstehen, warum. Warum sie nicht mehr durch die Tür kommen, warum sie ihnen keine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen oder warum sie sie nicht mehr umarmen wollen. Besonders schmerzhaft wird es, wenn das Kind die Mutter verliert, wie die Geschichte von Jerry zeigt. Jerry ist ein 5-jähriger Junge, der mit seinen Eltern und einem kleinen Bruder lebt. Eines Tages wird die Mutter des kleinen Jungen schwerkrank ins Krankenhaus eingeliefert. Vom Krankenhaus ruft sie Jerry, der mit seinem jüngeren Bruder allein zu Hause gelassen wurde, an, um ihn zu informieren, dass er dort zu Hause auf sie warten soll. Doch die Krankheit ist stärker und die Frau kehrt nie wieder zu ihren beiden Kindern zurück. Der Vater der Kinder, der noch um seine verstorbene Frau trauert, versucht seinem Sohn zu erklären, dass seine Mutter in den Himmel geflogen ist. Aber Jerry versteht nicht wirklich, was er meint. Der Kleine versteht nicht sofort, was passiert ist, er weiß nur, dass seine Mutter in den Himmel geflogen ist. Jerry ist jedoch sehr traurig, warum seine Mutter es ihm versprochen hatte, zurückzukommen und es nicht tat. So hebt er den Hörer ab und ruft die Polizei an, damit sie ihm helfen kann, sie zu finden. Als er durchkommt, nimmt ein älterer Polizist namens Tommy den Anruf entgegen. Zu Beginn vermutet der ältere Beamte, dass es sich nur um einen Scherzanruf handelt, aber nur wenige Augenblicke später erkennt er, dass es sich tatsächlich um einen echten Anruf eines kleinen Jungen mit gebrochenem Herzen handelt. Er lässt den kleinen Jerry reden und hört einfach nur zu und erkennt, dass seine Mutter wahrscheinlich vor kurzem gestorben ist, obwohl Jerry es nicht weiß. Sie können die Traurigkeit spüren, die der Polizist empfunden haben muss, als er dies hörte. Er sagte: "Ich bekam Tränen in den Augen, als ich wirklich verstanden habe, was er mir mitteilen wollte. Er hatte so ein Kloß im Hals, als er mir sagte: Bitte helfen Sie mir, meine Mutter zu finden und sagen Sie ihr, wir lieben sie und haben sie vermisst." Die Geschichte des Kindes bewegt den Beamten, so beschließt er, den Jungen zu helfen. Er beginnt mit Jerry zu sprechen und bietet dem kleinen Jungen ein paar freundliche Worte und Ratschläge an. Er hat sogar eine brillante Idee, die ihr Leben auf eine Weise verbindet, die sich keiner vorstellen konnte. Der Beamte rät Jerry, Briefe an seine Mutter zu schicken und sie an rote Ballons zu binden. Auf diese Weise würde seine Mutter sie den ganzen Weg in den Himmel bringen. Jerry akzeptiert den Rat und beginnt einmal im Monat Briefe an seine Mutter zu schreiben und hofft auf eine Antwort. Das Kind erhält jedoch keine, sondern kontaktiert erneut den Polizisten Tommy, der ihn ermutigt, weiter zu schreiben, weil er sicher ist, dass seine Mutter seine Briefe liest. Ein paar Tage nach diesem zweiten Telefonat erhält Jerry viele neue Ballons, die ihm von Tommys Männern gebracht wurden, die ihm sagen, dass seine Mutter ihm nicht antworten kann, weil sie unterwegs ist, aber sie lässt ihn wissen, dass sie ihn sehr liebt und dass sie ihn sehr vermisst. Von diesem Moment an versucht Tommy, Jerry besser kennenzulernen, indem er alle fragt, was sie von ihm wissen, um Dinge zu tun, was er liebt. Er fängt an, ihm Geschenke zu machen und jeden Monat seine Briefe zu beantworten, wie es seine Mutter hätte tun können. Er behält weiterhin den Kontakt zu Jerry. Er tröstet ihn und sagt, deine Mutter ist im Himmel, weil der Gott sie liebt. So beginnt der Kleine wieder ein wenig Ruhe und innere Gelassenheit zu finden und verarbeitet auf seine Weise den Verlust seiner geliebten Mutter. Lass uns in den Kommentaren wissen, was du von diesem Video hältst. Und wenn das dir gefallen hat, dann lass bitte einen Daumen hoch und abonniere den Kanal für weitere Videos. Danke fürs Zuschauen.